Und damit einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite Battle Royale. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann das letzte Fortnite-Video rauskam. So weit ist das hin in die Vergangenheit zurück. Ich habe keine Ahnung, wann das letzte Mal Fortnite kam. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, die Season wieder mehr Fortnite zu bringen. What the fuck, wie kriegen die das bitte in eine Kasse rein? Aber okay, ist mir auch relativ schnuppe. So. Ach, ja, da kann ich auch gleich mal was zu dieser Waffe zu sagen, ne? Und die neue Season macht mir bis jetzt schon ziemlich Spaß. Also macht echt Bock. Was ich nicht verstehe, ich habe jetzt plötzlich extrem XP-Boost. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare. Ich bin hier noch ein bisschen verwirrt in der neuen Season. Für die Leute, die es hier irgendwie schon gecheckt haben, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ich mit dem Gold machen kann, mit den fast 1200 Stück, die ich gesammelt habe. Außer bei diesen NPCs was zu kaufen, weil ich glaube, das ist nicht das Einzige, was ich damit machen kann. Und warum diese auf ein bisschen 1 Meter Entfernung so wenig Schaden macht, dafür, dass die legendär ist. Und wie ich extrem EP-Boost bekomme, weil es hing ja letzte Season mit den täglichen Aufgaben zusammen. Aber ich habe diese Season überhaupt keine täglichen Aufgaben gesehen, deswegen wundere ich mich gerade, den EP-Boost zu haben. Aber und sonst muss ich sagen, macht die Season echt schon Bock. Besser als letzte Season, finde ich auf jeden Fall. Da habe ich echt sehr wenig gespielt. Da bin ich auch nur Level 113 geworden. Und ja, ich wollte einfach nur die Challenges machen, um die ganzen Skins so freizuschalten. Die ganzen weiteren Challenges-Skins habe ich ja sonst in den Seasons alle freigeschaltet. Zum Beispiel den goldenen Charlie. In der Season 3, glaube ich, gab es überhaupt nicht. Das fand ich auch mal sehr entspannend. Und diese Season, also letzte Season gab es wieder was, aber die Season hat einfach so nicht gebockt. Deswegen habe ich da auch keinen Sinn gespielt, das durchzusuchten. Und ja, deswegen habe ich die auch nie freigeschalten. Aber ich fand die Skins hier, außer die Holo-Skins, geil. Die davor fand ich irgendwie so mittelmäßig. Aber jetzt können wir ja wieder in der Season neue Challenges oder Levels Skins freischalten. Ich glaube, Saphir können wir dann noch so einen lila Style. Und kann sein, dass das noch was ist. Aber ich habe nur von lila und blau was gesehen. Mehr noch nicht. Aber an sich haben mir die Skins jetzt auch nicht so krass gefallen. Aber ich muss schon mal sagen, da mir die Season hier gerade schon mal mehr Lust macht als die andere, also die letzte zu spielen, werde ich die vielleicht sogar freischalten. Und den Level 1 Skin finde ich an sich auch schon ziemlich nice, obwohl ich überhaupt nichts mit Star Wars oder Mandalorian, wie das jetzt heißt, ist ja neu, keine Ahnung wann es rauskommt, ich kenne mich damit nicht aus. Das hier, hier der Mandalorianer, danke Gehirn. Keine Ahnung, ich finde den Skin nice, aber mit den ganzen Star Wars Sachen habe ich nichts zu tun. Ich habe da keine Ahnung. Ich habe auch den Hype von Star Wars nie richtig verstanden. Ich fand es einfach, ist halt da und fertig. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Star Wars aktiv gesehen habt. Was hat der denn hier gemacht? Also so, da weiß ich schon mal, dass in meinem Haus nie eine Party stattfinden wird. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Season findet. Also ich finde sie bis jetzt viel geiler als die andere. Und jetzt zeige ich euch mal, warum diese Pump hier so richtig Schrotze ist. So. So, ich tausche das mal hier ein. So, jetzt brauchen wir mal hier ein Versuchskaninchen. Hier, ich habe 4. Oh. Ah, ich habe durch diese Packs nichts gesehen. Ich habe 4 mal Munition und in dieser ja, spiel doch ruhig wieder hier den besten Spieler der Welt, ne? So. Ich habe
Ja. Mal. Ey, ich bin gerade echt ein bisschen zu dumm hier. Das kommt davon, wenn ich nebenbei noch rede. Hier. Dieses Feld von dieser legendären Pumpgun, das ist so riesig, man trifft trotzdem manchmal nichts. Und wenn man was trifft, dann ist maximal so 26 oder 30 Schaden, obwohl ich 4 Dinger davon abschieße. Oh, ich habe gerade eine neue Höchstleistung von 52 mit dem Teil erreicht. Das ist natürlich immer schön, weil sonst finde ich dieses einfach nur richtig Abschaum. Aber dass die taktische Schrotflinte schon mal zurück ist, das ist auf jeden Fall sympathisch, muss ich schon mal sagen. Guten Tag. Ja, also mit dieser Pumpgun werde ich mich nicht mehr anfreunden. Vielleicht spiele ich sie auch einfach nur falsch. Keine Ahnung. So. Hallo? Hallo? Ach, wahrscheinlich packe ich jetzt hier. Wegen diesem Bordenhandel. Och, ey, also bauen ist bei mir gerade auch nicht am Point. Einmal die Aufnahme an und schon spiele ich wieder letzte Trottel, ne? So, vielen Dank. So, und diese... Also, tschüss. Mit der spiele ich auf jeden Fall hier nicht mehr, weil das ist echt einfach nur Krampf, mit der irgendeinen Kill zu machen. Da muss man direkt daneben stehen, um da mit einem Kill machen zu können. Moin. Ja, wahrscheinlich. 96 Schaden. Hat sie noch Schild. Ganz fantastisch. Aber mit der anderen wäre es wahrscheinlich noch schlechter gewesen. Moinsen. So. Warum hatten wir jetzt nur 79 gemacht? Ich war doch viel näher dran. So, ein bisschen hier. Ja, Gemüse. Ist ganz wichtig, Kinder. Ist immer schön viel Zucker, damit ihr nicht unterzuckert seid. So. Nee. Ach nee. Hau ab. Ich hab keinen Bock mehr. Heute ist Feierabend. Na kommt raus, ihr Störenfriede. Runter von meinem Rasen jetzt. Nervensägen. Ja. Ja, ach komm. Vorhin, da ist mir wirklich noch was viel Assigeres aufgefallen. Ich hatte eine Challenge. 150 Meter snipen. Kein Problem, mache ich. Schieße ich den ab. Genau getroffen. Und eine Sekunde, bevor ich den gekillt habe, muss natürlich mir jemand anderes den Kill abstauben. Ganz fabelhaft. Und so. Nein, 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 nein. Den will ich killen. Den will ich killen. Moin, Meister. Moin und auf Wiedersehen. Gute Nacht. Komm runter, mein Kind. Oh. Soweit jetzt auch nicht, aber na gut. Und dieses... Hallo? Was? Na, hä? Ich bin dein Teammate. Was haust du mir direkt die Rakete in meine Fresse? Also was habe ich auch die Season noch nicht erlebt. Unverschämtheit. So, das ist mein Haus. In dem werde ich jetzt mein... Oh nein. Ich habe recht auf Ruhestand. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao. Leute. Ganz fantastisch hast du das gemacht.